Wo wohne ich eigentlich als internationaler Student oder Studentin in den USA? In diesem Video möchte ich genau das beantworten und auch, wie sich die Dynamik, wo du wohnst, später auf die Kosten auswirkt. Erstmal ist es ja so, dass der College-Lifestyle in den USA dadurch geprägt ist, dass du ja überhaupt keinen Weg hast, irgendwie zur Uni zu kommen, weil du direkt mitten auf dem Campus wohnst. Das heißt, der Platz, da wo du schläfst, also dein Raum, sage ich gleich noch was zu, ist halt super nah an der Bücherei dran, dort wo du also lernst, dort wo du isst, die Cafeteria ist um die Ecke, dort wo du vielleicht ins Fitnessstudio gehst. Die ganzen Sportveranstaltungen, also wirklich alles, was man sich so als Student oder Studentin, was in den USA, was das Leben angeht, vorstellt, das sind kurze Fußwege. So, wenn du dich jetzt aber zurückziehst und in deinen Raum gehst, wo du auch schläfst, dann findest du in der Regel als junger Student ein Doppelzimmer mit also zwei Betten, zwei Schreibtischen und zwei Schränken. Und das gleiche halt als Studentin, wirst du eine Zimmernachbarin haben. Also es gibt keine gemixten Räume. Dann hast du aber manchmal, oder in der Regel denke ich, bei 95% der Universitäten wissen wir das, aber ich kann natürlich nicht für alle 100 Unis reden, hast du in der Regel an das Zimmer gekoppelt einen Bad mit zwei Waschbecken, einer Dusche und einem WC. Und auf der anderen Seite von diesem Bad ist wieder ein Doppelzimmer, also Vierer-WG-Standard. So, das ist wirklich, das ist der Standard. Jetzt kommt immer die Frage, naja, muss ich denn auf dem Campus leben oder kann ich mir auch außerhalb was besorgen? Ja, du hast natürlich die Möglichkeit, dir ein Apartment zu mieten, da sagt auch keiner was gegen. Jetzt musst du nur folgende Dynamik verstehen. Wenn du ein Stipendium bekommst von der Universität, dann wirkt sich das Stipendium meist auch auf die Unterkunft aus. Das heißt, die Unterkunft wird natürlich dort günstiger. Wenn du jetzt außerhalb des Campuses dir eine Unterkunft suchst, dann wird dort das Stipendium nicht fällig. Das kann ja nicht angewandt werden. Das heißt, du musst mehr bezahlen, weil du natürlich diese Subvention, so nennen wir es mal, die du auf dem Campus bekommst, nicht bekämst, wenn du außerhalb des Campuses wohnst. Je größer jetzt die WG ist, ja, wenn du dich da mit ein paar Leuten zusammentust, dann hast du natürlich wieder die Möglichkeit, Kosten zu sparen. Aber in der Regel ist es tatsächlich günstiger, wirklich das Angebot der Uni anzunehmen, auf dem Campus zu wohnen und diesen Gedanken, naja, wenn ich nicht auf dem Campus wohne, dann kann ich ja Geld sparen. Off-Campus funktioniert meist nicht. Ja, natürlich zahlt man weniger Geld an die Universität, wenn man sich entscheidet, außerhalb des Campuses zu leben. Aber es lohnt sich dann halt meist nicht. Auch weil du ja, wie gesagt, dann den Weg zur Uni hast. Dadurch müsstest du dir wahrscheinlich ein Auto kaufen. Ist auch eine Sache, die du eigentlich in den USA nicht brauchst, wenn du dort studierst. Klar sind die USA ein Autoland, aber gerade die College Lifestyle Experience, dadurch, dass alles so kurz, so kurze Wege, dadurch, dass es so kurze Wege beisammen sind, brauchst du in der Regel halt keine Verkehrsanbindung oder so. Wenn du Fragen hast zu diesem ganzen Unterkunftsthema, dann kannst du unter diesem Video entweder kommentieren und du findest aber auch in der Description, wo wir einen Link gerade drin haben und du dir kostenlos von einem USA-Experten am Telefon all deine Fragen beantworten lassen kannst, so wie sie dich und deine individuelle Situation gerade betreffen. Wir bieten diese Gespräche zurzeit auf Deutsch und Englisch an. Wichtig ist, wenn du jetzt nicht möchtest, dass dieses Video hier eine verschwendete Zeit war, dann geh den nächsten Schritt. Der kann entweder sein, tatsächlich dir dieses Gespräch zu buchen. Du kannst aber auch unter diesem Video einfach auf Like klicken. Dann wirst du in der Zukunft auch mehr von diesen USA-Videos ausgespielt bekommen, weil der Algorithmus sich dann um dich kümmert, dich mit dieser USA-Thematik zu bespielen. Noch besser ist es natürlich, wenn du diesen ganzen Channel abonnierst, weil dann wirst du kein Video verpassen, wenn wir es in der Zukunft hochladen. Wir freuen uns, persönlich von dir zu hören, entweder wie gesagt in der Kommentarbox oder im persönlichen Telefonat. Bis ganz bald. Ciao.